So, ein wunderschön. Herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero. Apropos Schnauze. Ja, mir ist gestern beim Rendern der Folgen, man sieht, der Ordner ist wieder leer. Die ganzen Ordner sind, die ganzen Dateien sind jetzt alle hier durchgerendert. Ja, und dabei ist mir natürlich das aufgefallen, was euch vielleicht schon aufgefallen ist. Ich hatte die ganze Zeit immer mit, bei den Clicker-Folgen, immer mit Mittwoch gearbeitet. Also auch vorgestern und gestern habe ich als Mittwoch aufgenommen. Ja, habe mich gerade ein bisschen verwirrt, als ich die ganzen Folgen hier durchgeguckt habe, ob sie fehlerfrei sind. Habe jetzt auch umbenannt, ne? Und diesmal arbeite ich auch mit dem Richtigen. Ja, Dinge geschehen. Apropos Dinge geschehen. Was geschieht hier? Nicht allzu viel. Okay. Wir haben 1E10. Hatten wir bei der letzten Transcenter, war da auch... Hatten wir da auch... Na doch, da hatten wir auch 1E10 geschafft, ne? Okay. Na gut. Wir machen mal eine Ascension. Jetzt klicken wir mal ordentlich hier. Bis der Arzt kommt. Ja! Okay. Ich bin alle weg. Save. Ihr Internet. Pop. Und dann gucken wir mal hier mit den Agents. Was willst du? Achso, danke. Ja, mir ist übrigens aufgefallen, dank einem anderen Clicker-Hero-Let's Play, dass ich dachte ja bisher, weil die immer so sterben, wenn man gleich eine Zwei-Tages-Quest macht, dass man die quasi ein bisschen trainieren kann. Das heißt, wenn man erstmal so kleinere Quests macht, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie auch eine größere Quest überstehen. Ist aber nicht so. Die Zeit, wann sie sterben, ist tatsächlich fest. Das heißt, sobald man sie bekommt, steht fest, okay, nach so und so viel Zeit, Quest-Time, also ist jetzt nicht Gesamtzeit, also wenn du die jetzt hast und 3 Tage später, also wenn du sie bekommst, wird eine Zeit generiert, das heißt zum Beispiel 3 Tage. Das heißt aber nicht, dass sie nach 3 Tagen genau sterben, sondern dass sie nach 3 Tagen Questzeit sterben. Das heißt, wenn du sie auf keine Quest schickst, würden sie die dementsprechend endlos lange leben. Wenn du sie aber die ganzen 3 Tage durchweg wirklich auf Quest, würden sie dann auch wirklich 3 Tage leben. Irgendwie so. Das heißt, wir können die quasi gleich auf hohe Quest schicken und entweder sterben sie oder sie sterben halt nicht. Gut, in dem Fall lohnt es sich aber nicht, weil hier gibt es keine gute große Quest, also lassen wir den tatsächlich auch mal klein. Ein Relikt. Bringt halt so ziemlich gar nichts. Also ich werde mich jetzt versuchen, hier auf sowas hier zu konzentrieren. Ne? Das zum Beispiel, das kriegt der obere Babbo, der ist noch gar nicht fertig. Schade eigentlich. Gut, dann kriegst doch du die. Und dann wieder lebt er halt die 2 Tage oder nicht. Ne? Easy. Kriegen wir quasi eine Cent geschenkt. Wobei, wie gesagt, wir müssen ja trotzdem eine Centen, weil das, was wir hier bekommen, kriegen wir nur auf unser, ne, das kriegen wir noch nicht direkt, sondern nur hier gut geschrieben. Das heißt, wir müssen dann nochmal ascenden, um es tatsächlich zu bekommen. Ist ein bisschen Bullshit, aber ist halt so. Was willst du machen? So, wir gucken mal. Dankeschön. 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 Oh, da war gerade der gelbe Arm. Der gelbe Arm der Gerechten. Ein Hurensohn. Ein Hurensohn. Dankeschön. Und jetzt ist natürlich schon mal Wakamaru wieder weg. Alter, wollten wir eigentlich rollen? Dankeschön. Wobei, Babos hätten wir auch nehmen können. Ganz ehrlich. Ja, damit. Der ist doch der für, genau, Monster Life. Und dann, welchen nehmen wir noch? Ne, bringt gar nichts. Der auch nicht, der andere bringt auch nichts. Metal Detektor. Metal Leute. Lucky Strike. Klicksum könnten wir quasi eigentlich auch mitnehmen. Shavado. Shavado. Shavadiva. Davado. 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 Worauf wir aber eher gehen könnten, wäre sowas wie Power Search und dieses andere Ding unten, was uns mehr. Also, das gibt uns ja 2-fach Schaden.
Und weiter unten haben wir dann noch ein Skill, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Guck mal ganz kurz. Mach halt hin. Oh, das dauert lange. Ich könnte dich übrigens gleich hochleveln. Und nochmal. Obwohl, nee, könnten wir ja gleich am Anfang, oder? Ja, genau. So, jetzt können wir nämlich hier gucken, wie das Ding heißt. Engineizer, genau. Das Ding will ich nämlich. Nein, nicht das. Superklicks. Superklicks und Power Search. Die beide könnten wir auch noch verlängern benutzen. Und dann hätten wir einmal hier 100%. Hier 200%, also insgesamt halt dreifach mal zweifach, halt also den sechsfachen Schaden. Nochmal. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn man die als Kombi benutzt, bringt das durchaus auch nochmal richtig fett. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber, ne? So, die Frage ist, Superklicks, genau, perfekt. Wie so Superklicks, ne? Ja. So, dann können wir jetzt mal gucken, was wir hier wie weit aufleveln. Also dich auf jeden Fall erstmal auf 9, also um 19. Wir machen die erstmal alle auf 20. Wohl, das geht auf jeden Fall. So, guck mal, Wakamaru, der kleine Ficker. Den schicke ich mal direkt auf 25. Das wären dann 24. So. Next Monster. Oh ja, das dürfte sich jetzt direkt bemerkbar machen. Ja, lol, ey. Das heißt, von effektiv 9 Monster auf effektiv 3 Monster runter. Also, jetzt bloß noch ein Drittel. Das wird sich sowas von mir bemerkbar machen. Das glaubt ihr aber ja nicht. Das ist ja hier Magie. Und zwar von Magie. So, 19 und hier auch nochmal 19. Einfach because you can. Yay. Hier unten Wagur. Unsere Vagina. Hektar. So. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so machen können. Zum Beispiel erstmal hier unsere Viecher hochsuchen. Lalalala. Lalalala. La. Lalalala. Aha, okay, schon wird's teuer, schon wird's teuer. Gut, dann lasse ich das auch erstmal so. So. Okay, jetzt die nächsten hier. Ja, wer nicht wagt, gewinnt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Der was, ist auch egal. Das heißt, bis 3, bis 50, bis 50.000. Passieren also 90.900. Kopiere ich gleich mal. Bumm. Bumm. Ja, man sieht also auch ohne Calculator macht das mit diesem V tatsächlich Sinn. Da kann man nämlich sehr leicht seine Dingsda-Bumster hoch Dingsda-Bumstern. Ich glaube, wir haben hier unten einen Fehler gemacht, kann das sein? Das ist so einer der Preiswerten. Ja, das ist einer der Preiswerten. Das heißt, hier können wir gleich auch auf 50.000 gehen. Bumm. So. Jetzt haben wir fast die Hälfte der Hero Souls komplett ausgegeben, also mindestens die Hälfte der Hero Souls. Ich hoffe mal, das bringt einen spürbaren Effekt. Haben wir jetzt eigentlich unsere goldene Hand? Die haben wir, ne? Ja, genau, die haben wir. Er ist natürlich noch gerade nach 50 Sekunden. Aber zumindest hat die schon ordentlichen Effekt dafür jetzt. Ne, haben wir jetzt schon 1,6, 1E6. Also es geht, es geht. Haben wir schon die goldenen Dinger da? Die, ja, haben wir schon. Okay, damit. Brauchen wir nicht mehr. So. Dann kommt jetzt das. Und dann einfach immer gleich zwei Level. Because we can.
Tralalala. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Und schon mal wieder Insta-Kill. Yay, Insta-Kill ist geil. Da killst du Insta. So, 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 so. Well, dankeschön. Drum, 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 drum. Perfekt. So, jetzt haben wir alles. Jetzt machen wir hier noch schnell unsere ganzen Guilds. Open all. Seht ihr doch ein paar. Aber kein Problem. Kostet ja nichts mehr. Also, verhältnismäßig nichts mehr. Von daher brauchen wir uns darüber keine Sorgen mehr machen. Dann schicken wir dich gleich mal auf die Reise. Und dann können wir einen Klicker klicken lassen hier. Ungefähr so. Yay. Okay. Ansonsten. Ich habe heute noch gar nicht gefightet. Ist doch egal. Braucht keiner mehr. Das ist egal. Das ist, haben wir alles gemacht soweit. Doch, genau. Haben wir alle. Genau. Die ganz teuren haben wir alle auf mindestens 20. Admin, unser geiler Ficker, der ist sogar auf 30, weil der halt der wichtigste ist, um Ancient Souls zu bekommen. Hero Souls. Und alles andere ist eigentlich oh, schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okidoki, dann würde ich mal sagen, siehst du, können wir mal vergleichen? Können wir ja, können wir ja mal. Ich habe Klicker. Hero, das war gestern die Transcension. Vielleicht habe ich das da trotzdem mit drin. Mal gucken. Halt die Klappe. Ich will nur gucken. Okay, das war schon nach der Transcension. Haben wir da vor der Transcension kurz reingeguckt? In unsere Statistik? In unsere. Ne, haben wir nicht. Dann weg mit dir. Siehst du, gleich mal gucken, ob die heutige Folge passt. Hatten wir da auch? Na doch, hatten wir auch einen. Okay, das funktioniert. So, gestern da. Das war die Folge, die ich gestern mittags aufgenommen habe. Schnauze. Ja, perfekt. Halt, stopp. So, die erste Transcension hatten wir auch auf 2E10. Ah, schade. Gut, dafür haben wir aber auch die erste Transcension länger gezogen. Die hatten wir bis 1E5. Während wir aber auf gerade mal, naja, wohl nicht viel weniger, aber wir hatten weniger als die Hälfte. Wir hatten ungefähr 48.000 oder sowas, hatten wir gestern. Können wir nochmal nachgucken? Ne, hatten wir nicht. Ja gut, dann haben wir aber, ne, ich dachte, dann sind wir aber nicht so viel schneller hier, dachte ich, aber haben wir schon. Aber oh, wir haben auch eine viel wenigere hattet ihr erreicht. Warum diese? Ach so, ja klar. Weil sich am Anfang natürlich das bemerkbar macht, dass wir nicht mehr diesen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Wie gesagt, am Anfang war hier natürlich, weil wir da ja Cialatas und Libertas hatten und die ja schon direkt diesen Idle Boost hatten. Deswegen war die natürlich am Anfang extrem hier aggressiv. Bei uns, beim Klicker, ist das ja am Anfang doch nicht so heftig. Das wird erst später heftig, wenn wir die ganzen Skills echt effektiv einsetzen können. Und das können wir aber jetzt noch nicht, weil dafür müssen wir die Skills erstmal ein bisschen leveln. Aber wir sollten, ich kann mal hier von Screenshot machen, vielleicht. Mache ich Screenshot? Ja, komm. War das richtig? Ich weiß nicht, welche Taste das ist. Wie macht man ein Screenshot? War das F11? Oder F12? Scheinbar keins von beiden. Vielleicht F10? Ach Quatsch, ich bin jetzt gerade bei meinem Test. Hier ist, ich glaube, die S-Taste. Ja, die S-Taste für Screenshot, ne? Merkt man schon. So, jetzt haben wir dann die Frame. Die muss ich noch in den Ordner kopieren, weil die ist nämlich unter eigener Datei gelandet. Startmäßig. Das heißt, der kann ich hier rauskopieren und dann haben wir so einen Vergleich. Ne? Das ist ja hier reines Idle am Anfang. Und dann können wir gucken, wie weit wir, wobei es eigentlich doch egal ist. Schwanzvergleich, ja, hallo. Wo kommen wir denn da hin? Nö, ich würde mal sagen, wie gesagt, wir sind schon am Anfang. Also,
Wir sind auf jeden Fall jetzt ohne Idle-Build. Genauso gut wie davor. Ne? Weil wir hatten jetzt auch 1E10 in der zweiten, also in der ersten richtigen Ascension. Von daher, dafür, dass wir noch keinen Idle-Bonus haben und trotzdem genauso effektiv waren, muss man sagen, das dürfte dann später richtig ordentlich kicken. Vor allem hatten wir auch am Anfang kaum Agent. Ne? Ich musste jetzt gerade erst die meisten Agents kaufen. Während wir bei der vorherigen Transition, glaube ich, schon gleich alle Agents gekauft hat. Wobei, nee, stimmt auch nicht. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall kicken wir auf jeden Fall mehr. Weil das kicken wird. Und wir haben später immer noch die Möglichkeit, wenn wir merken, okay, Admin ist doch nicht effektiv genug oder wir haben zu wenig Goldkisten, das passt nicht oder ist da wirklich Dora? Ja doch, Dora haben wir, okay. Oder weiß nicht, die Bosskämpfe werden zu kurz oder irgendwie sowas. Dann haben wir extra noch Ancient Souls übrig gelassen. Das heißt, wir können die dann später noch gezielt nachpumpen, nachspritzen. Ja? So richtig Drogenjunkie hier. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, das war's für jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns dann nächste Folge wieder. Heute und morgen kommen wir noch 3 Folgen. Und ab Montag geht es dann nur noch von Montag bis Samstag. Also, ne, nur noch 6 Tage die Woche. Und dann auch bloß noch. Oder? Nee, das war vorige Woche. Nee, doch, heute auch. Ja, genau, also, nee, doch, morgen kommen auch nochmal 3 Folgen. Genau. Dann müssten wir nämlich genau bis Folge 50 kommen, oder? Mal kurz, 55, 6, 7 und dann morgen 8, 9, 10. Genau, morgen kommen wir bis Folge 50. Genau. Ja, und dann ab nächste Woche, wie gesagt, nur noch von Montag bis Samstag und auch nur noch eine Folge pro Tag. Und nicht mehr hier mit 3 Folgen, weil, wie gesagt, spannender wird es nicht mehr. Was nicht heißen soll, dass es jetzt langweilig ist, aber es macht sich halt einfach mit den Aufnahmen so blöd, weil, wie gesagt, immer mit einer Ascension auf eine Aufnahme zu warten, weil in der Regel geht jetzt eine Ascension, geht in der Regel halt 2 bis 3 Stunden. Und dann sage ich halt immer, okay, jetzt muss ich nochmal 3 Stunden warten für die nächste Aufnahme. Hm. Ich meine, gut, in den 3 Stunden kann ich ja meistens noch ein bisschen nachprügeln, um noch ein paar Ebenen zu schaffen. Aber es wäre halt effektiver, einfach zu sagen, okay, dann ascende ich halt einfach offscreen und mache bis zur nächsten Aufnahme, die ja dann meistens noch 3 Stunden dauert, dann nochmal eine Ascension und haben wir dafür ein viel höheres Level. Das macht, denke ich, viel mehr Sinn. Von daher würde ich mal sagen, schicken. Einmal gratis. Und jetzt schau mit V.